Ja, grüß Gott zusammen. Ich sitze heute zusammen mit Hans Koch von der BayWa auf dem Betrieb Stamberger in Obern Zenn in Mittelfranken. Wir sind auf dem Betrieb, auf dem das Video entstanden ist, das anlässlich der Agritechnica bei uns am Stand lief. Wir sind heute zusammen mit der gesamten Vertriebsmannschaft, um uns einfach mal anzusehen in der Praxis. Was sind die Erfahrungen? Herr Stamberger beschäftigt sich jetzt seit 5 Jahren intensiv mit dem Thema Zwischenfrucht, auch mit dem, wie gehe ich damit um, was kann ich damit machen, wie werde ich den Problemen Herr, die sich dann vielleicht ergeben könnten bei der Saatbettbereitung. Und seit 2 Jahren macht er das unter anderem mit unserer Walze. Und das haben wir uns heute mal angeschaut. Was man heute gesehen und gelernt hat, ist ganz einfach, dass mit der Walze das Zwischenfruchtmanagement eigentlich ein sehr preisgünstiges und schlagkräftiges Verfahren ist, das man nutzen kann und nutzen sollte. Es sind gewisse Voraussetzungen gegeben, die eingehalten werden müssen. Und darüber wollten wir uns jetzt heute mal unterhalten. Und der Hans Koch kann uns da sicherlich das eine oder andere in seiner Präsentation auch zeigen. Wichtig, bevor wir mit der Präsentation starten, der Vortrag wird aufgezeichnet und wird auch im Nachgang auf YouTube hochgestellt. Fragen können gerne im Chat gestellt werden. Wir werden sie im Laufe des Vortrages beantworten bzw. einbauen. Danke. Gut. Ja, auch von meiner Seite und seitens der BayWa herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie alle an den Rechnern zu Hause, auf dem Schlepper, wo auch immer, sich das ganze Thema anschauen. Und mit dem Thema Zwischenfruchtmanagement verbinden wir ja relativ viele Dinge. Wir würden gerne was für die Bodenverbesserung tun. Wir würden gerne das Thema Einarbeitung und Bearbeitung und Bodenbearbeitung im Frühjahr leichter gestalten, aber gleichzeitig auch ein größeres Fenster haben. Das Ziel wäre, dass wir den Boden, das Bodenleben tatsächlich besser mit Nährstoffen versorgen können. Und das hört sich erstmal relativ viel an, wenn man das so ausspricht. Aber ich werde versuchen, in so ein paar kleinen Schritten zu zeigen, dass die Walze da so ein Schlüsselinstrument ist, das zu machen. Wir können natürlich über das Management bei Zwischenfrüchten ganz viel sprechen. Wir haben eine Messerwalze und wir haben meinetwegen eine Kurzscheibenegge. Wir haben die unterschiedlichsten Geräte, aber wir haben kein Gerät außer der Walze, die wir das ganze Jahr auf dem Acker, aber vor allem auch im Grünland einsetzen. Wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, eine Walze zu nutzen, die ein paar Besonderheiten hat, wie die Prismenwalze von Güttler, dann ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Effekt. Was wir so die letzten Jahre erfahren haben, was sich verbessert hat, wo aber auch die Grenzen und die Vorteile von so einem System liegen, da würde ich ganz gern heute mit Ihnen einfach drüber diskutieren und schauen, was kann man machen, wann kann man es machen und auch so vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben, was haben wir denn tatsächlich noch an Möglichkeiten, ein Stück weiterzukommen. Wenn wir uns das Zwischenfruchtmanagement anschauen, dann können wir das einfach relativ einfach zusammenfassen: Humusaufbau, Bodenfruchtbarkeit verbessern. Man kann natürlich den Klimawandel nicht außer Acht setzen, aber wir können dafür Sorge tragen, dass unsere Böden mit mehr Trockenheit, mit mehr Hitze, mit mehr Wasser, mit weniger Wasser einfach gleich gut zurechtkommen. Das muss ja unser Ziel sein. Und ich finde es immer ganz gut, wenn ich dann zu Hause diskutiere mit der Frau oder mit den Kindern, die stellen dann eine Einfrage, aber verkaufst du Weizen, Braugerste oder Mais oder Regenwürmer? Und natürlich will ich das Thema Boden nicht außer Acht lassen, aber Gutes wächst auf und aus gutem Grund. Und wir schauen heute vielleicht, wie wir die Gründe ein bisschen erarbeiten können und wo es hingeht. Die Einschränkungen, die wir haben, das sehen wir hier jetzt relativ gut. Wir hatten bis vor 20 Jahren ungefähr 100 vegetationsfreie Tage und haben jetzt im Moment um die 30, 34. Das heißt, wir haben 60 Tage mehr Vegetation. Das sind 60 Tage mehr Chancen, das Bodenleben zu versorgen. Das ist nicht nur die Einschränkung. Klar, im Grünland haben wir im Schnitt einen Schnitt mehr. Das bedeutet aber auch, dass wir in den 60 Tagen auch vielleicht das ein oder andere für den Boden mehr machen können. Es wird auch ein paar Einschränkungen geben, die da wären, dass wir auch mit den Grundnährstoffen dann entsprechend arbeiten müssen, weil wenn wir mehr ernten oder das Bodenleben mehr versorgen, dann müssen wir auch mehr zur Verfügung stellen, ob in organischer, in mineralischer Form oder wenn es ideal läuft, über die Wurzelexsudate, die dann vor allem die Zwischenfrüchte ausbringen. Vorab kann man sagen, wenn ich was verbessern will, brauche ich Höchsterträge. Die brauche ich in der Hauptkultur, aber vor allem auch in der Zwischenfrucht und das ist uns vielleicht nicht ganz so bewusst. Wir haben natürlich auch das Thema, weil ja viel über CO2 gesprochen wird, dass wir mehr
CO2 in den Boden sequestrieren. Aber vielleicht müssen wir eher den Fokus darauf legen, dass wir in Summe mehr Effizienz dahin verwenden, dass wir einen höheren Umsatz haben. Also die Atmosphäre stellt uns mehr CO2 zur Verfügung. Und unser Job als Landwirt ist, dass wir dieses nutzen, um das im Boden einzubinden. Also dafür die 60 Tage mehr, was aber auch heißt, wir haben 60 Tage weniger, wenn wir spezielle Arbeiten uns auf den Winter fokussieren. Das heißt, wir müssen eher schauen, ob die Arbeitsbreite dann noch ausreicht, in der kurzen Zeit die gleiche Fläche zu bearbeiten. Aber das haben alle Landwirte drauf. Das sieht man egal, ob wir Mais oder ob wir Getreide sehen. Da passen wir dann ja auch entsprechend die Technik an. Was ist denn so ein Thema, was uns tatsächlich auch relativ stark bewegt? Das ist, wenn wir mal anschauen, wie die Bodenunterschiede sind, was die Temperatur angeht. Wir haben hier einmal die dunkelgrüne Linie, das sind 5 cm Bodentiefe. Wir haben das hellgrüne in 20 cm und die schwarze Linie ist die Differenz Unter- und Oberboden. Wenn Sie sich das jetzt daheim anschauen, dann sehen Sie, ja, die schwarze Linie hier unten, die ist da relativ gleichmäßig unten. Also wir haben immer einen Unterschied zwischen 1, 2 Grad und dann plötzlich kehrt sich das Ganze um. In den Jahren 2012, 13, 18, 19 massiv. Und seitdem haben wir im Unterboden höhere Temperaturen als im Oberboden. Das hat so in den Versuchen in der Landwirtschaft noch nie gegeben. Das bedeutet auch durch diese 60 Tage mehr Vegetation, dass unser Bodenleben in der Zeit einfach länger Futter braucht. Ein Stall mit 60 Tieren, der 60 Tage nicht gefüttert wird, wird mit Sicherheit auch keine Zunahmen in der Leistung, was die tägliche Zunahme angeht oder bei der Milchleistung. Deswegen ist es natürlich schon ein Thema, warum wir da jetzt mehr drüber reden und dass sich was verändert, nicht nur, weil wir die Fruchtfolge anpassen oder weil es im Sommer warm ist, ne, sondern weil wir grundlegend andere Systeme im Boden haben, die uns natürlich das ein oder andere auch erschweren. Also wenn wir das mal verstanden haben, dass sich im Boden was geändert hat, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir nichts ändern, schon zu tun haben, dass wir das beibehalten, was wir haben. Und unser Ziel wäre ja, dass wir den Züchtungsfortschritt nutzen, damit wir auch höhere, stabilere Deckungsbeiträge einfahren. Also das Thema seit 2015, 16, das macht uns auch im eigenen Betrieb zu schaffen, weil wir merken, mit dem, was wir bisher gemacht haben, können wir unsere Erträge nicht weiter so stabilisieren, wie wir es gewohnt waren. Und dann haben wir versucht, verschiedene Lösungen zu finden. Also die Veränderung der Böden durch die Vegetationszeiten und die Bodentemperaturen sind das eine. Also mehr Wärme bedeutet auch mehr Energie. Und dann ist so die Frage im Zwischenfruchtmanagement, ja, braucht man das überhaupt? Oder macht es wirklich Sinn? Und da möchten wir heute ganz gern drüber diskutieren. Wenn wir uns das anschauen, dann ist natürlich in den verschiedensten Foren, die man auch im Internet findet, ob das via Facebook, Instagram ist, entweder es gibt Spezialisten, die kümmern sich um die Bodenchemie. Da sind wir bei dem Thema dann Kationenaustauschkapazität, die Nährstoffe zueinander, die Nährstoffmenge. Aber wir sind da immer nur in einem Bereich der Ertragsbildung in der Bodenchemie. Dann gibt es den anderen Teil, die sich vor allem mit dem Thema Technik beschäftigen. Da sind wir dann in der Bodenphysik. Also wenn der Boden versucht, sich selber zu lockern, das aber nicht kann, geogen bedingt oder auch durch die Fruchtfolge, haben wir so ein Thema, wo wir sagen, naja, dann immer schwerer oder immer tiefer oder nur noch flach. Und wir sehen jetzt auch weltweit oder wenn die ersten Versuche sind, ja, Direktsaat ist ein Baustein, aber es ist eben nicht die Lösung. Und wo wir uns die letzten 20 Jahre schwer getan haben, das Thema Bodenbiologie, weil wir auch gar nicht wussten, wie wir es ansprechen sollen. Und aus den Forschungen der letzten 5 oder 8 Jahre, ob das nun beim Bonares-Programm ist, beim CECI-Programm oder bei vielen anderen Untersuchungen, wird gezeigt, nur wenn die drei im Gleichklang sind, also Biologie, Bodenbiologie, die Bodenphysik und die Bodenchemie, dann wird es funktionieren. Und wenn wir uns Zwischenfrüchte anschauen, dann macht es immer Sinn, die mit allen Sinnen sich anzuschauen oder zu genießen. Nicht nur mit dem Augen einer Kuh habe ich eine große Zwischenfrucht und habe da Spaß dran, sondern wie ist mein Boden? Krümelt der? Ich muss dran riechen, ob der auch wirklich organisch frisch riecht. Wer sich nicht sicher ist, ob er einen hohen Sandanteil im Boden hat oder Schluffanteil, der kann den Boden einfach in den Mund nehmen, an den Zähnen reiben und dann wird er merken, wenn das so wie ein bisschen Schmirgelpapier ist, dann habe ich einen hohen Sandanteil, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen was anders in der Fruchtfolge machen müssen, als wenn ich einen hohen Lössanteil habe. Und natürlich auch die Textur in die Tiefe. Wie gut kann das Wasser infiltrieren? Wie wird es gespeichert und nach unten abgeleitet? Denn wir haben ja genauso Probleme in der Tragstabilität, was Staunässe angeht, genauso wie Hitze und wie Trockenheit angeht. Hier unten im Bild sieht man einfach mal, was es ausmacht mit der Bodenchemie und der Bodenphysik, wenn wir die gleiche Kultur, die wir stehen haben, wenn wir ihr es erlauben, durch unser Tun oder Nichttun, eine große Wurzel auszubilden oder eine kleine Wurzel auszubilden.
wenn wir sie jetzt verstanden haben in den Untersuchungen, dass die Wurzelausscheidungen und die Wurzeln dafür verantwortlich sind, wie gut die Erträge der Nachfolgefrucht sind. Der ein oder andere hat es ja sicher auf Agrar heute gelesen oder in den verschiedenen Wochenblättern, dass die Wurzelexudate vom Mais dazu führen, dass in der Regel der Weizen 4% höhere Erträge hat und gleichzeitig weniger Probleme mit dem Getreidehähnchen. Also jetzt sieht man dann schon, in so einzelnen Bereichen funktioniert es gut, auch wenn wir noch nicht jedes einzelne Bodenparameter kennen. Aber was wir grundsätzlich wissen, mehr Wurzeln bringen gleichzeitig höhere Erträge in der Kultur, in der Folgefrucht, in der Zwischenfrucht. Und deswegen ist eben wichtig, dass wir da schauen, wie kann man da den Beständen helfen. Und dann kommt das Zwischenfruchtmanagement im Winter 24 natürlich schon auch in dem Bereich, wo wir hin wollen oder wo wir hin möchten. Und das Thema Zwischenfruchtmanagement beginnt natürlich schon mal einmal mit der Wahl der Kulturarten. Und auch da sieht man im Catchy-Projekt, ist es nicht wichtig, dass wir 20 verschiedene Arten haben, sondern vier, fünf verschiedene Arten, die eine unterschiedliche Wurzelstruktur haben. Wenn wir die haben, haben wir schon mal einen großen Vorteil, dass wir einfach feststellen können, wir haben Flachwurzler, Tiefwurzler, wir haben Polwurzler. Und damit können wir die Bodenschichten zwischen 0 und 30 und 40 Zentimeter ganz gut ausgleichen. Das Zweite ist, ab wann wird denn aus dem Boden Nährstoffe ausgelagert? Und deswegen sprechen wir eben über das Zwischenfruchtmanagement, nicht über das Bodenbearbeitungsmanagement nach der Zwischenfrucht im Frühjahr. Also, wenn wir, wie hier auf dem Bild zu sehen ist, im Oktober schon eine zu Blühbeginn stehende Zwischenfrucht niederwalzen, dann haben wir den Vorteil, dass alle organischen Verbindungen, Kohlenhydrate, Zucker, Fett und Eiweiß, die hier drin sind, an den Boden angedrückt werden. Auch gibt es natürlich Blattverluste, die dann nach unten brechen. Und die haben den Vorteil, dass das Bodenleben, sprich die Bodenbakterien, die Pilze und auch ein Teil der Regenwürmer sich die holen. Und damit werden sie versorgt. Wir machen das im Stall ja auch so. Wir schmeißen ja in den Bullenmaststall kein Stück Fleisch hin, damit der Bulle da ein Stück Fleisch ansetzt, sondern der kriegt eine TMR, die besteht aus Kohlenhydraten, Zucker, Fett, Eiweiß, Proteinen und Mineralstoffen. Und wenn die gut abgestimmt ist und auch die Genetik von dem Tiermaterial passt und natürlich auch das Tierwohl im Stall, dann haben die eine hohe Leistung. Und wir reden ja von den GV im Boden, die da drin stecken. Also haben wir jetzt 60 Tage mehr Zeit, die entsprechend gut zu füttern. Und deswegen ist so die Überlegung gewesen, wenn wir im Herbst das erste Mal schon früh walzen und nicht die Zwischenfrucht so lang stehen lassen, bis sie die Energie, die im Boden steckt, aus den Wurzeln in die Blüte und in die Frucht transferiert, wenn wir die im Boden lassen können und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass sie wieder neu austreiben, sprich Seitenwurzeln treiben, dann haben wir eigentlich schon mal die Grundlage gelegt. Also das ist so die erste Message vielleicht, dass wir nicht warten und die Walze nur dafür da ist, dass wir die Zwischenfrucht klein kriegen. Entschuldigung, sondern dass wir mit dem Management im Herbst schon den Grundstein legen, ob wir noch mehr Wurzelmasse produzieren. Das ist also so unser Haupteffekt. Und dann kommt natürlich noch die Art der Walze dazu. Wenn ich eine Prismenwalze habe, jetzt habe ich gerade den Sterne da liegen, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir nicht wie bei einer Cambridge-Walze oder wie bei einer Glattwalze, ja, das klappt hervorragend, merci, das sieht man dann ja relativ gut, dass dann in den Zwischenfruchtbestand, so wie das hier auf meiner Hand ist, genau und am Boden, vielen Dank, Herr Güttler, da sieht man mal, wo die Fachleute sitzen und wo es fehlt, ne? Dass die dann hier eindrücken, aber gleichzeitig einen Teil der Zwischenfrucht dann stehen lassen, sodass sie gut austreiben kann. Und vor allem, wir haben keinen Mus, wie wir das beim Mulcher oder bei der Messerwalze haben. Wir haben auch keine Bodenanregung, dass wir einen Lichtkeim oder einen Lichtreiz setzen, dass zum Beispiel dann nochmal ein Ausfallgetreide oder ein Fuchsschwanz keimt. Das ist so der Vorteil, wenn wir diese Bruchstücke unten liegen haben, aber gleichzeitig das Ganze dann an den Boden bringen. Und dann schauen wir uns mal an, was das so im Laufe des Herbstes und des Winters macht. Hier sind mal so zwei Bestände, wo ich sagen würde, okay, je früher gesät wird, umso besser. Dann haben wir mehr Biomasse stehen. Wenn wir uns den Blattflächenindex anschauen, dann steht er bei so einer Zwischenfrucht bei 7 bis 8. Das heißt, pro Quadratmeter Grundfläche haben wir 8 Quadratmeter Blattfläche. Und die Assimilate, die da gebildet werden vor der Blüte, gehen alle Richtung Wurzeln und Wurzelexudate und versorgen dann an der Stelle unsere Bodenlebewesen, die wir ja mit nichts anderem versorgen können oder mit kaum etwas anderem, außer mit dem Thema der Wurzelexudate, mit den Ausscheidungen, die da sind. Natürlich helfen auch organische Dünger da noch ein bisschen dazu und auch ein paar Mineraldünger, aber das Hauptthema, wovon die sich ernähren, sind die Ausscheidungen der Wurzeln. Deswegen dort auch immer versuchen, die höchsten Erträge zu bekommen. Und da darf man sich auch nicht
ärgern und sagen, jetzt fahren wir die schöne Zwischenfrucht runter, sondern jetzt bringen wir das, was sie ja eigentlich soll, Nährstoffe fürs Bodenleben zur Verfügung stellen, unten an den Boden. Und dann schauen wir mal, vor allem dann, wenn wir Zwischenfrüchte haben. Da zu diesem Bereich, in die Zwischenfrucht, in diesem wunderbaren Stadium, irgendwelche Beschränkungen oder Gesetzgebung vorlagen, dass ich es nicht walzen darf? Nein, Walzen ist die einzige Möglichkeit, die ich immer darf. Während wir in einigen Regionen, zum Beispiel, ob das mit der Messerwalze oder dann auch mit dem Grubber, mit der Kurzscheibenegge, ja einmal unsere normalen Sperrfristen haben, die wir denn anfassen dürfen, haben wir ja in den Erosionsschutzgebieten auch mit der Wässerwalze das Thema, dass wir schon das Erde anfassen, dann auch im Bodenkrümel zerschlagen und dann natürlich auch der Oberboden instabiler wird. Das haben wir mit der Walze nicht und wir können sie tatsächlich von, sage ich mal, nach dem Auflauf oder zum Auflauf bis im Frühjahr kontinuierlich über das ganze Jahr einsetzen, egal im roten, gelben Gebiet, ob im grünen Gebiet, ob im Erosionsgebiet oder dann auch in Wasserschutzgebieten mit Auflagen. So, wann macht es Sinn oder wann macht es nicht Sinn oder überhaupt? Mit den zwei Bildern sind einfach so mal zwei verschiedene Themen, wenn es im Herbst das erste Mal schon gefriert und die Zwischenfrucht war vorher noch nicht in der Blüte, dann reicht es auch, wenn ich hier einmal drüber fahre, vielleicht ein zweites Mal. Wenn wir wie hier auch im Betrieb Stamberger eine Zwischenfrucht haben, die sich im Oktober schon extrem gut entwickelt hat, dann teilweise schon bis 1,20 Meter hoch ist, gerade zu Blühbeginn ist, dann kann man sie runterwalzen und dann hat man einfach gesehen, unten drunter der Klee macht sich dann breit und wächst weiter. Und wir haben ja den Vorteil mit der Prismenwalze, wenn wir bei Wechselfrösten einmal fahren, wie es hier oben ist, dann wird es sehr gut zerkleinert. Und wir haben eben 305 Prismensterne pro Quadratmeter, die einfach dafür sorgen, dass wir engmaschig das wirklich an den Boden anlegen. Natürlich muss die Walze auch ihren Job machen können. Also nicht an der Stelle mit 10 km/h fahren, sondern wirklich mit 6, 7, 8 km/h, je nachdem, wie groß die Masse ist, dann drüber fahren. Und da können wir auch dann entsprechend die Zwischenfrucht schon anschlagen. Und wer mal einfach probieren möchte, auch jetzt, wenn eure Zwischenfrüchte draußen sind und jetzt nach dem Frost, wo jeder erwartet hat, jetzt ist alles tot und ihr schaut euch die Bestände jetzt an. Kleearten, selbst eine Phacelia, ein Ölrettich, der treibt oder schlägt jetzt wieder direkt am Rettich aus. Dann nehmt einfach mal das Blattgrün, beißt da rein und dann wird man sehen, wie zuckerhaltig das schmeckt oder wie süß. Und damit sieht man auch, okay, es beginnt jetzt einfach schon wieder, dass die Vegetation weitergeht. Aber zur nächsten Folie geht es, wenn da noch eine Frage an den Herr Güttler. Herr Güttler, können Sie nur ein, zwei Sätze sagen zu Ihrer Prismenwalze sagen? Was ist das Besondere an der Güttler Prismenwalze? Und ja, wie kamen Sie ein Stück weit auf die Idee, dieses Konzept so umzusetzen? Vielleicht zu den klassischen Walzen, die ja davor schon bekannt waren. Das stammt ja nicht von mir, sondern ist von meinem Vater entwickelt. 1976. Ansatzpunkt war damals ein ganz anderer, dass wir mal Walzen bauen, war eigentlich nie geplant. Er wollte eine Maschine bauen, mit der man extrem flach arbeiten kann im Frühjahr. Das Flacharbeiten, Kapillarität nicht antasten. Das ist ein Rat von ihm, mit dem Generationen von Landwirten aufgewachsen sind. Das hat er als Verkaufsleiter der Firma Rau unter die Leute gebracht. Und als er 72 da wegging, war sein Gedanke eigentlich, wir machen das Flacharbeiten noch perfekter. Im Zug des Strukturwandels wurden aber die Schlepper immer schwerer. Damit war im Frühjahr eine 3 Zentimeter flache Lockerung gar nicht mehr möglich, weil die Schlepper schon tiefe Spuren hinterlassen haben. Und da war er einer der Ersten, der sich überlegte, wir müssen gezwungenermaßen tiefer arbeiten, um es überhaupt mal eben zu kriegen. Und dann muss ich rückfestigen. Da war er einer der Ersten. Und er hat eigentlich eine Walze gesucht, nicht klassischerweise, was sonst die Aufgabe einer Walze war, um mit schweren Böden fertig zu werden, um trockene, glutige Böden zu zerkleinern, sondern sein Ansatz war, ich brauche eine Walze, die mir ein Saatbett hinterlässt. Nicht oben glatt gebügelt, das dann dazu neigt, dass es sehr schnell verschlemmt, sondern er hat nach einer Walze gesucht, die Struktur aufbaut. Und das war im ersten Moment, hat er die alte Sternwalze, die im Alpenvorraum bekannt war, in die Finger gekriegt und hat es mit der probiert. Und das hat bei trockenen Verhältnissen sehr gut geklappt. Aber in dem Moment, wo die Böden, wo hoher Schluffanteil da war, hat ein bisschen Feuchtigkeit gereicht, dass die Walze sich total zugesetzt hat. Und so kam er über mehrere Schritte eben zu der Prismenwalze, der geteilte Stamm, der eine hervorragende Selbstreinigung hat, eine ideale Saatbettstruktur hinterlässt, die den Boden ausselektiert, das Feine nach unten, besten wasserführenden Saathorizont, das Grobe nach oben.
als Verschlemmungsschutz. Und mit der Walze sind wir bekannt geworden. Wir sind dann, da war ich dann damit beteiligt, ab 2000 aufs Grünland aufmerksam geworden, aus dem alten Spruch, der im Lehrbuch meines Vaters stand: Der Hufte des Tieres beim Weidegang schafft eine dichte Grasnarbe, sprich Bestockungsanregung. Bin ich neugierig geworden und dann haben wir uns ums Grünland gekümmert, haben uns darauf eingelassen. Ergebnis ist, wir haben heute eine komplette Gerätebaureihe, den Greenmaster fürs Grünland. Und die jüngste Entwicklung ist jetzt eben, dass man merkt, damit könnte man auch im Zwischenfruchtmanagement sehr gut wirtschaften und klarkommen. Hans, ich habe noch eine Frage an dich. Aus dem Chat kam die Frage, welche Geschwindigkeit soll ich walzen? Gibt es da gewisse Abhängigkeiten zu den Außentemperaturen? Eigentlich weniger. Das Thema ist einfach, es muss brechen. Und so Faustregel kann man eigentlich sagen, pro 10 cm Walzendurchmesser 1 bis 1,2 km/h schnell. Also wenn ich einen 50er Walzendurchmesser habe, dann fahre ich nach Möglichkeit bitte nicht schneller als 6 bis 6,5, 8 km/h, mal wenn es ein eher dünnerer Bestand ist und der gut bricht. Wenn ich im Herbst fahre, dann wirklich mit 5,5, 6 km/h fahren, dass es auch wirklich schön nach unten durchbricht und wir nicht bloß drüber fahren, damit der Bestand umgelegt ist und gleich wieder aufsteht. Jetzt könnte man, wenn man das hört, natürlich sagen, dann macht doch den Walzenstand noch größer. Dann kann ich ja schneller fahren, jetzt bei dem Zwischenfruchtmanagement, und muss nicht mit 6 und 7 Stundenkilometer durch die Gegend zuckeln. Natürlich könnte man das machen. Was uns aber daran hindert, es zu tun, ist eine gewisse Beißhemmung. Also wir glauben, aus unserer Erfahrung heraus, haben unsere Böden nicht das Problem, dass sie zu wenig Rückfestigung haben, sondern dass sie eigentlich schon zu stark verdichtet sind durch hohe Gerätemassen, mit denen wir Tag ein, Tag aus uns auf den Feldern bewegen. Und nachdem die Walze sich ja sehr gut reinigt, ist natürlich die Verführung wäre schon da, wenn ich die Walze noch schwerer mache, dass ich damit auch mal vielleicht zu Unzeiten auf dem Land bin. Also nach meiner Erfahrung ist lieber bei dem Gewicht und bei den Durchmessern bleiben, die wir haben, als es ins Extreme zu treiben. Die Gefahr wäre doch zu sehen, dass man da vielleicht auch mal einen Bodenschaden macht. Deswegen bleiben wir lieber bei den bekannten Durchmessern, die sich jetzt über mehr als 40 Jahre bewährt haben. Die andere Alternative wäre ja einfach, die Arbeitsbreite zu erhöhen. Arbeitsbreite erhöhen, was wir ja hier gemacht haben. Der Herr Stamberger hat ja eigentlich, war die Walze mal gedacht für Osteuropa, haben wir auch verkauft in Osteuropa. Der Herr Stamberger hat hier die Premiere, hat einen Vogel abgeschossen, im Mittelfränkischen Walze gekauft mit 15,60 Meter. Hätte man im Leben nie gedacht, aber ist ganz klar, die Arbeitszeit ist kostbar und die Zeitfenster sind eng und damit macht es auch Sinn. Und wir können sie ja Das universell auch heißt, ganze einsetzen. Jahre einsetzen. Ja. Ist ja Ich kein habe noch eine Frage aus dem Gruppenchat von Hofladen 01. Kann bei Frost auch das Beikot am Wuchs behindert oder sogar zum Absterben gebracht werden? Würde ich dann 8 Folien weiter gerne zeigen, ob und wie gut es funktionieren kann. Perfekt. Das ist jetzt einfach mal so das Thema, wo wir sagen, naja, wir können natürlich dann schon mit 7, 8 km/h fahren, wenn wir so eine Situation haben, dass wir einen Wechselfrost haben, dass die Zwischenfrucht gut springt und auch gut bricht, dann können wir durchaus mal auch mit der Walze mit 8 km/h fahren, sonst bitte so 5 bis 6 km/h beibehalten. Der Vorteil ist dann, dass wir, wenn wir uns das anschauen, da liegt das Handy, dass wir keinen Moos hinterlassen, sondern wir haben Bruchstücke zwischen 2 und 6 bis 7 Zentimetern. Das schafft uns die Möglichkeit, dass wir dann im Frühjahr ohne große Probleme mit allen leichtzügigen Maschinen drüber fahren können, vor allem dann, wenn wir flach abhobeln, zum Beispiel mit dem Gödler Biomax und den 7 Balken. Und da müssen wir dann nur noch entscheiden, haben wir Böden, die sich leicht erwärmen, dann schneiden wir gleich mit dem Gänsefußschar, oder haben wir Böden, die sich extrem schwer erwärmen, die auch leicht wassergesättigt sind, einen extrem hohen Ton- und Lehmanteil haben, dann arbeiten wir das erste Mal mit den Schmalscharen. Und so kann man dann mit einem Gerät mehrere Aufgaben zugleich auch hinterlassen. Wichtig ist aber, dass wir mit dem Gerät einfach durchfahren können, damit wir einen großen Vorteil haben und nicht, weil die Zwischenfrucht da steht und sich dann zusammenschiebt, nochmal mit irgendeiner Spezialmaschine reinfahren müssen. Egal, ob das eine Fräse ist oder was auch immer.
Die günstigste Variante ist tatsächlich, das dann mit der Walze zu machen. Hier haben wir mal ein Beispiel. Wir hätten heute ja gerne auch ein paar Bilder draußen gemacht, aber der Wind lässt es einfach nicht zu, wenn wir draußen stehen mit dem Mikrofon. Außer ein Rauschen hört man nichts. Man sieht zwar was, aber man kann eigentlich nichts erklären. Und wir hätten nicht gedacht, nachdem letzte Woche ja noch 12 Grad minus waren und 10 Grad minus, dass wir in der Woche schon einen Frühjahrssturm erleben, was den Wind angeht, mit 60, 70 km/h Böen. Und deswegen zeige ich Ihnen das jetzt einfach mal im Bild. Das wäre die Fläche, wo wir rausgegangen wären. Die wurde im Herbst einmal relativ früh angewalzt und dann nochmal im Frost-Tau-Zyklus. Und da sieht man sehr schön, selbst der Ölrettich, der hier steht, ist komplett kaputt. Der treibt auch nicht mehr nach, während hier dann auch wirklich auch nochmal ein Wiederaustrieb da ist. Und wir haben hier unten drin auch einen Aggerfuchsschwanz stehen. Das heißt, wenn wir den jetzt in dem nächsten Frost-Tau-Zyklus, wenn es möglich ist und das Wetter uns das erlaubt, dann können wir den auch wirklich gut mit schädigen. Er wird nicht ganz weggehen, aber er wird sehr gut geschädigt sein. Selbst wenn wir hier ein Glyphosat einsetzen würden, haben wir so viele Spritzschäden, Spritzschatten, dass wir den auch nicht komplett erreichen. Also wir haben immer noch welche, die grün da rausschauen. Ich zeige aber dann noch im Verlauf des Weiteren, dass es relativ gut geht, wenn man diese schmale Fenster eben nutzen kann. Und da kommt eben dann die Arbeitsbreite schon ins Spiel. Und genau da sind wir jetzt. Das war ein Weidelgrasbestand oder beziehungsweise ein Bestand von Landsberger Gemenge. Und der Landwirt hat gesagt, boah, auf der Fläche habe ich ein Problem, weil ich habe das von jemandem gepachtet, da darf ich kein Glyphosat einsetzen. Bisher habe ich das dann immer im Frühjahr mal so gemacht, dass ich da zwei, dreimal drüber gefahren bin, aber ich habe dann immer das Thema, dass dann auf nochmal grün was ausschlägt. Und dann habe ich gesagt, dann walzt es doch einfach nur. Und das war das Ergebnis. Dann hat er gesagt, okay, aber im Vergleich dazu mache ich das mal mit der Kurzscheibenmäge oder mit dem Grubber. Und dann sieht man sehr gut überall da, wo er das gemacht hat, egal ob das hier weiter vorne mit dem Grubber war, mit der Kurzscheibenegge. Das hat alles wieder grün ausgeschlagen, so wie man das kennt. Und hier mit der Güttlerwalze gefahren, haben wir das Weilgras wirklich dazu gebracht, dass wir einen großen Vorteil haben. Es war ganz leicht bearbeitbar. Hier und da ist natürlich noch ein grünes Helmchen, aber das ist extrem stark geschädigt, sodass wir da früh mit Gülle und Gärreste kommen können, also nach Gülle-Silvester. Und dann können wir das ohne Probleme gut einarbeiten. Also eine Kombination, wo wir auch gesagt haben, okay, rein von dem her, dass wir ja auch gelernt haben, wenn wir zum falschen Zeitpunkt den Weizen walzen, damit er sich bestockt, dann ist er weg. Nutzt man das einfach mal, um dann auch mal was zu egalisieren. Und das ist die Frage, die vorhin gestellt worden ist. Ja, das funktioniert. Allerdings, wir sind darauf angewiesen, dass wir Frost-Tau-Zyklen haben. Also tagsüber 4, 5 Grad plus, nachts um die 4, 5 Grad minus. Und wenn es in der zweiten Nacht ist und wir walzen dann, dann haben wir tatsächlich diesen Glyphosateffekt, den viele Landwirte jetzt auch schon bestätigen. Wer aber dann sagt, na ja, ich mache das in 2 Tagen und dann friert es nicht mehr und dann hat es ja mal gefroren, dann sehen wir einfach, da funktioniert es nicht. Im Übrigen, wenn ich Glyphosat ausbringe und mache kein Wasser mit in die Spritze mit rein und auch kein Glyphosat, dann funktioniert es auch nicht. Also ich habe da ja auch Vorgaben. Im Nachgang, wenn man das dann in den Frost-Tau-Zyklen mal bearbeitet hat, dann sieht man auch relativ gut, wie leicht die Bearbeitbarkeit ist. Das ist hier auf einem Betrieb in Mittelfranken, in der Nähe von Igensdorf, bei Herrn Merkel. Und der hat gesagt, okay, das Zwischenfruchtmanagement würde ich gern mitgehen. Das hat auch jetzt gut funktioniert. Ich habe aber eine Einschränkung und es muss funktionieren, weil ich mache Bio. Und ja, ich will eine große Zwischenfrucht. Ich habe auch verstanden, ich soll sie länger stehen lassen, weil der Boden länger versorgt wird. Ich will es aber leicht bearbeiten können. Und es muss eine Möglichkeit sein, dass ich im Frühjahr trotzdem striegeln, hacken und säen kann und dass meine Beikräuter und dann auch entsprechendes Ausfallgetreide auch wirklich weggehen. Und hier ist die Zwischenfrucht zweimal gewalzt worden, einmal im Oktober und einmal im Februar im Frost-Tau-Zyklus. Und dann wurde im März einmal drüber gefahren und wir sehen, wunderbar, dass wir den Boden gleichmäßig durchschnitten haben. Wir haben eine relativ große, glutige Oberfläche. Wenn man die aber mal beiseite nimmt, dann sieht man hier sehr schön, dass wir Feinerde haben, da wo ja dann auch entsprechend der Mais in dem Fall abgelegt werden muss. Und die Krümel, die da sind, den einzigen, den die stören, sind ja vielleicht den Bodenherbizide, weil wenn die dann auseinanderfallen, dann haben wir sicher einen Spritzschaden. Aber die kinetische Energie vom Regen kann abgefangen werden. Die Regentropfen prallen hier auf, zerspringen und können langsam in den Boden infiltrieren. Und das ist ja auch der Job, den wir haben. Auf der anderen Seite fördern wir dann unsere zwei stärksten Herbizide, die auch, so wie es im Moment ausschaut, niemals eine Resistenz anheimfallen können, Wind und Sonne. Damit die aber arbeiten, müssen sie natürlich die Möglichkeit haben, dass sie auch an das, was wir gelockert und abgeschnitten haben, rankommen. Und deswegen brauchen wir hinter den Geräten, die schneiden,
die leichtzügig sind, auch einen Striegel, der das auskämmt. Und wenn hier 2, 3 Stunden ein bisschen Sonne und auch Wind drüber geht, dann ist einfach das Ausfallgetreide oder ein Fuchsschwanz, ein Windhalm oder auch eine Trespe wirklich kaputt. Natürlich wird es so sein, dass wenn wir dann Mais, Soja, Braugerste und Kartoffeln anbauen, einfach einen sauberen Boden brauchen. Denn der Unterschied ist ja gegenüber dem Wald oder auch wenn wir über grüne Brücke und andere Themen reden, wir haben einjährige Kulturen. Und bei einjährigen Kulturen ist die Jugendentwicklung wichtig oder eigentlich der wichtigste Teil, damit sie sich gut entwickeln können. Und wenn die gestört ist oder ich muss zu grob hacken, zu grob striegeln, reißt dann schon wieder das eigentlich Gesäte mit raus oder ich muss das zweite Mal oder ein schärferes Herbizid einsetzen, dann störe ich den in der Jugendentwicklung. Also muss unser Ziel sein, einen relativ sauberen Tisch mit einer guten Struktur, mit viel Biomasse an der Bodenoberfläche so zu hinterlassen, dass ich oben eine grobe Struktur habe, unten aber Feinerde. Und das können wir in der Kombination mit der Prismenwalze und dem Biomax hervorragend erreichen. Wir schaffen es auch in der Regel um die 6 cm Bodenbearbeitung, darunter 3 cm, was manchmal geschrieben wird, das schaffen wir auf unserem Betrieb nicht, weil also ich schaffe es einfach nicht, dass unser Boden so eben ist wie der Tisch. Also wir haben ja schon leichte Bodensenken, die dann so auf 3 oder 5 oder 6 Meter Arbeitsbreite sind. Und wenn wir mit unserem leichtesten Schlepper und trotzdem mit Pflegebereifung oder Zwillingsreifen fahren, dann sinkt der trotzdem 4, 5 Zentimeter ein. Und wenn ich da drunter schneiden will, naja, dann muss ich auch da unten drunter gehen. Also sind so 6, 7 Zentimeter sicher der Bereich, der am ehesten ist. Ich will aber trotzdem eine ganzflächige Bearbeitung haben, wenn es um das Abtöten vom Altbestand geht und auch was das Eliminieren von der Verunkrautung angeht. Dann kann ich den Boden wunderbar ablüften lassen. Das hat den Vorteil, dass er sich schnell erwärmt und dass ich, egal was ich reinsehe, in Hafer, in Sommergerste, später in Mais oder die Kartoffeln, einfach in den warmen, krümeligen, durchlüfteten Boden legt. Und damit läuft es in der Regel schneller auf, hat eine schnelle Jugendentwicklung. Die groben Gluten, die dienen dem Erosionsschutz, der Wasserinfiltration und ich habe auch weniger Verschlemmungsgefahr. Und wir haben ja oft jetzt schon in den Böden das Thema, dass wir einfach eine Schlufttontrennung haben. Das ist immer dann, wenn die Böden nach einem Regen oben schnell hell waren, unten sind sie etwas dunkler, dann rutscht der Ton nach unten, dann kann sich aber der Tonhumuskomplex nicht bilden und so wirken wir natürlich mit so einem System auch entgegen. Und wenn wir späte Saaten haben, im April, Mai, ob das jetzt mal eine Hirse oder andere Themen sind, naja, dann werde ich mit Sicherheit nicht umhinkommen, eben noch ein zweites Mal durchzufahren, aber mit relativ geringen Kosten. Darf ich da kurz was bemerken? Sie haben vorher gesagt, wenn wir Böden haben, die sehr bindig sind, die schlecht ablüften, arbeiten wir lieber zweimal, das erste Mal mit Schmalscharen, damit der Boden trocken wird. Was man hier sieht, diese Enterdung der Wurzeln funktioniert nur dann, wenn der Boden einigermaßen trocken ist. Wenn ich jetzt einen feuchten, bindigen Boden das erste Mal angehe und der Wurzelballen, der Boden, der in dem Wurzelballen ist, noch sehr feucht ist, werde ich den nie so schön freischütteln können, wie wenn er trockener ist. Das belegt also sehr schön die Aussage von vorhin, bindige Böden lieber zweimal absätzlich bearbeiten, mal die Chance geben, dass ein bisschen Luft drankommt, dass der abtrocknen kann. Dann habe ich hinterher auch wesentlich bessere Ergebnisse. Jo. Was ist hier die, also das sind jetzt die Böden oder das ist jetzt die Ausgangssituation, wenn ich wirklich bei Wechselfrost gewalzt habe. Was mache ich jetzt mit Flächen, wo ich dieses Jahr noch nicht gewalzt habe? Der Wuchs war 30, 40, 50 Zentimeter hoch oder noch höher. Ist jetzt vielleicht auch durch den Schneefall abgeknickt, liegt auf dem Boden die Matte. Was sind jetzt dort meine Schritte für die nächsten Wochen? Einfach wirklich den 16-tägigen Wetterbericht im Auge behalten und wenn da mal 2, 3 Tage sind, wo Nachtfröste kommen, ab -2 oder -3 Grad, weil es ja schon Teil am Boden ist, den leichtesten Schlepper mit der noch breitesten Walze nutzen und dann drüber fahren. Und dann habe ich einfach schon mal den Grundstein gelegt, dass ich dann auch mit einer kämmenden Bodenbearbeitung, sprich mit Schmalscharen, auf den sehr bindigen Böden durchfahren kann. Hier an der Stelle, das kommt vielleicht gar nicht so raus, das ist ein Lehmtonboden. Das ist also ein äußerst schwer bearbeitbarer Boden. Und wir haben es geschafft. Wir haben jetzt die Bilder gar nicht so, vielleicht kommen, glaube ich, noch zwei, wo man sieht, was hat der Mulcher gemacht, was hat die Messerwalze gemacht, was hat der Pflug gemacht, was hat die Prismenwalze gemacht. Wir haben es geschafft mit der Prismenwalze, dass wir eine oberflächlich stabile Struktur haben, die gebrochen ist, während es auf der gemulchten Fläche und auf dem Pflug nicht möglich war. Da mussten wir tatsächlich das zweite Mal einmal schmal und einmal breit fahren. Denn hier konnten wir wirklich mit einer Überfahrt das dann genau so machen.
Wenn wir natürlich dafür Sorge wollen, dass einmal der Boden gut durchwurzelbar bleibt, die Nährstoffe hoch verfügbar sind und wir eine Erosionsbeständigkeit haben, dann können wir natürlich einmal uns anschauen, naja, wenn wir eine geogen bedingte gute hohe Bodenfruchtbarkeit haben, also Schwarzerdeböden, Lössböden, 80, 90 Bodenpunkte, dann schauen wir ja so in die Kationenaustauschkapazität, wie viel kann der Boden speichern und wieder abgeben, angefangen von Wasser, aber auch von den anderen Nährstoffen. Und natürlich sind es die Tonteile, Montmorillonit, Vermozyolite, Illite, die eine hohe Austauschkapazität haben. Dann kann man natürlich jetzt sagen, ja, okay, ja, der einen guten Boden hat, der hat es halt gut. Dann kann ich aber auch noch weiterschauen, was kann denn wirklich mein Boden dauerhaft verbessern? Und das geht eben nicht von allein. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist natürlich die Tonfraktion, jetzt können wir uns überlegen, ob wir Tonminerale ausbringen. Das werden wir nicht machen, weil in der Menge schaffen wir das nicht. Aber die Huminstoffe und die organische Substanz haben eine doppelt so hohe Kationenbindefähigkeit, wie das eben die guten Tonfraktionen haben. Der einzige Nachteil, den die beiden haben, ist, dass sie immer wieder abgebaut werden. Also das ist ja zum Teil Nährhumus oder auch dann Huminstoffe, die dafür Sorge tragen, dass unsere Pflanzen schnell wachsen. Und die müssen wir halt immer wieder zuführen. Deswegen auch ganz am Anfang das Thema über das CO2, dass wir den Umsatz pro Hektar fördern und Humusaufbau wird uns nur gelingen mit Höchsterträgen. Da bleibe ich auch dabei, unabhängig ob von der Hauptkultur, sei das die Zuckerrüben, die Kartoffeln, der Mais, der Weizen oder dann eben auch die Zwischenfrucht. Ein hoher Ertrag bei der Hauptkultur und eine schlechte Zwischenfrucht wird dazu führen, weil wir die 60 Tage mehr Vegetation haben, dass wir, wenn es ganz gut läuft, unsere Humusgehalte auf dem Niveau halten, wo wir sind. Wenn wir sie aber erhöhen wollen, und da sprechen wir so im Bereich pro Jahr von einem Promille, also das, was so oft beschrieben wird, ne, mit, was weiß ich, einem halben Prozent oder 0,1%, das haben wir in der Praxis nicht wirklich gefunden. Ich kann natürlich organische Substanz reinschmeißen, ja. Wenn man das als Humus nimmt, ja, aber wir brauchen ja die Feinteile, die Huminstoffe, und das sind die Wurzelexsudate aus den Zwischenfrüchten und aus den Hauptkulturen. Und die machen unsere Böden leistungsfähig. Wer jetzt sagt, okay, welche Alternativen hätte ich denn noch zur Prismenwalze? Frage, wenn wir gerade bei dem Thema Zwischenfrucht einarbeiten waren. Aus dem Chat kam die Frage, wie ist die Erfahrung zur Gülleausbringung direkt in die geweißte Zwischenfrucht? Oder soll ich lieber die Zwischenfrucht einarbeiten und dann mit der Gülle kommen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt das Frühjahr verläuft. Wenn es zu nass ist fürs Güllefahren, würde ich die erste Bodenbearbeitung flach vorziehen. Wenn die bearbeitbar gut ist und ich habe schon gewalzt und ich habe die Bruchstücke, dann würde ich dort die Gülle und die Gärreste ausbringen. Erstmal, weil es noch kühler ist. Ich kann sie mit dem Nitrifikationshemmer stabilisieren, mache dann eine Bodenbearbeitung, kann sogar noch in der Zwischenzeit meinen Kalk ausbringen und habe dann mit einer Überfahrt zur Einarbeitung und zur Eliminierung der restlichen Beikräuter, die da sind, mit einer Überfahrt alles gemacht. Also wenn es der Boden zulässt. Und ich habe gut gewalzt, die Bruchstücke sind klein und ich habe keinen meterlangen Senf, der sich um alles rumwickelt. Dann kann ich das sehr gut machen, indem ich sage, okay, nach der Sperrfrist Gülle-Gärreste raus mit dem Nitrifikationshemmer, wenn es Mais werden soll, und dann mit einer Überfahrt das ganze Thema regeln. Also auch das ein Grund für etwas höherwertige Zwischenfrüchte im Vergleich zu klassischen Ja, Bedingungen. und dem Walzen. Da noch eine kleine Zwischenfrage, vielleicht ein, zwei Sätze. Ausbringung Kalk, ein immer wichtigeres Thema. Gibt es auch schon, das ist ja auch eine Frage der Kosten, des Zeitaufwandes, gibt es Alternativen zur klassischen Kalkausbringung mit einem Kalksteuer, wo ich jetzt noch irgendwo ausleihen müsste, weil ich ihn nicht vor Ort habe? Was gibt es da preiswert? Angebot. Gute Kalke, die man in die Gülle oder Gärreste einarbeiten kann oder einrühren kann, wären dann ja der Vorteil, dass ich mit einer Überfahrt den Kalk plus die Gülle und Gärreste ausbringe. Da gibt es ein schönes Video auf der Homepage von der BayWa oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail, dann schicken wir euch das zu. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. 24 Tonnen wurden in 37 Minuten in der 800 Kubikmeter Güllegrube eingerührt und wurden dann innerhalb von 8 Tagen ausgebracht. Somit kann man natürlich Überfahrten und Zeit sparen. Nee. Okay. So. Also, das wäre eine sehr gute Alternative. Dafür gehen Schwarzkalke oder generell sehr fein vermahlene Kalke, mikrofein vermahlen, die 90% unter 0,1 mm sind. Das sind so die Kalke, die man einsetzen kann. Viele haben ja Bedenken, Kalk in der Gülle, erhöhte pH-Werte, Ammoniumverluste.
Das ist immer noch in den Köpfen drin. Wir schaffen das nicht mit ein bisschen Kalk, die pH-Werte so weit anzuheben, dass wir Ammoniumverluste haben. Die Versuche, die da in den 70er, 80er Jahren gemacht wurden, wurden pro Kubikmeter mit Brandkalk gemacht. Und nachdem er gemerkt hat, die Ammoniumverluste sind gar nicht so hoch, hat man das Ganze auf 50 Grad erhitzt und dann hat man nennenswerte Verluste gehabt, gasförmige Verluste. Also von der Seite her keine Angst. Und wer jetzt noch die Zeit hat, das organisieren kann, eine wunderbare Lösung. Da, wo ich weitermachen wollte, ist die andere Alternative ist, wer sich keine Prismenwalze zulegen möchte und das lieber selbst organisiert mit einer Schafherde. Das ist natürlich so die beste Variante, die wir haben, aber leider haben wir das halt vielleicht nur auf 1 Promille der Ackerfläche und der Zwischenfruchtfläche, so wie hier in dem Bild, also auch hier in Obernzenn gemacht. Auch wenn man da jetzt über die Fläche geht, sieht man einfach, der Hufabdruck der Schafe oder mit den Prismensteinen hat es geschafft, dass wir wirklich eine 99,9%iges Absterben von dem Bestand haben. Auch das ist einmal nach einem Wechselfrost gemacht. Und hier sind dann so die Bilder, die wir auf dem Demofeld gemacht haben. Man sieht dann hier sehr gut, wir haben einmal die Messerwalze, wir haben natürlich auch den Pflug mitlaufen gehabt, weil generell ist ja gar nicht so die Frage, ist der Pflug gut oder schlecht, sondern die Frage ist ja immer, wenn ich gepflügt habe, das, was ich an Bodenstruktur zerstöre, wie schnell lasse ich das nachliefern? Also sprich, wie schnell kommt eine Folgekultur, die dann den Boden mit Wurzelexudaten wieder versorgt? Daneben die Messerwalze, dann der Mulcher, und das sieht man schon, auch bei der Messerwalze natürlich kleiner, schaut optisch ein bisschen schöner aus, weil man das Gefühl hat, das ist richtig gerissen. Beim Mulcher nach 2 Tagen hat man hier oben schon das Verfaulen und das hat man dann auch im Frühjahr gesehen, der Boden ist richtig zusammengeflossen. Und dann haben wir unsere Prismenwalze, wo auch der Betriebsleiter gesagt hat, und es schaut schon aus, als hätte man nichts gemacht. 2 Wochen später war es so, dass auch alles andere weitestgehend abgestorben ist, bis auf die Leguminosen. Die sind munter weitergewachsen und in 60 Tagen haben die 20, 30 Kilo N aus der Luft in den Boden synthetisiert, den ich nirgendwo wirklich auch dann zusätzlich angeben muss. Und den wir natürlich auch für die Humusbildung brauchen. Und wenn man das jetzt sieht, hier ist das, was an Energie, Kohlenhydrate, Zucker, Fett und Eiweiß war, in die Luft gegangen, hier ein Teil in die Luft. Der andere Teil ist am Boden verfault, weil wir wirklich gequetscht und geschnitten haben. Und hier haben wir das Bodenleben versorgt, inklusive den Ausschlag der Zwischenfrüchte, die dann entsprechend mit dabei waren. Wenn es darum geht, wen müssen wir denn mit dem System ernähren, dann haben wir vor allem die Bakterien, Pilze und Algen. Da haben wir zwischen 200 Gramm und 2 Kilo pro Quadratmeter. Und da sehen wir, das sind die, die eigentlich am stärksten versorgt werden müssen, weil sie auch die größte Dichte haben. Und wir haben eben diese 60 Tage mehr. Dann kommen Insekten und Schnecken, die wir haben, das sind bis 250 Gramm pro Quadratmeter. Dann erst die Regenwürmer, die sind nämlich die Spitze an der Nahrungspyramide und nicht die Grundlage, dass die anderen kommen, sondern wenn die gut versorgt sind und ihren Job machen, dann haben wir ein gutes CN-Verhältnis. Wir haben Huminstoffe, die sich im Boden bilden und dann sind natürlich auch die Regenwürmer da, die nur dann ein Stroh fressen, wenn sie nichts anderes bekommen. Auch die haben es ganz gern, wenn Material natürlich nicht zu feucht am Boden unten bröckelt und es hat ein enges CN-Verhältnis, ganz klar. Ein Steg hat einfach nur mal mehr Energie als ein Salat hat. Und wenn wir uns dann anschauen, wenn wir das zusammenrechnen auf einem Hektar, dann ist das, was oft so beschrieben ist, zwischen 4,5 und 44 GV oder umgekehrt zwischen 3, 3,5 und 35 Kühen pro Hektar. Das kann man sagen, jeder kann sich vorstellen, nehmen wir mal einfach mal so einen unteren Mittelwert von, sagen wir mal, 20 GV, also rund 15 Kühen pro Hektar, was das für ein Berg an Grünfutter ist, inklusive Wurzeln, was die wegputzen pro Tag oder pro Monat. Das andere Positive, was aber dann kommt, ist, wenn du 15 Kühe auf einem Hektar stehen hast, dann weißt du auch, was da hinten rauskommt an Gülle oder entsprechend dann an Kot und Harn. Und das ist ja das, was unser Bodenleben dann den nachfolgenden Pflanzen zur Verfügung steht. Deswegen wird für die Zukunft, inklusive für rote, gelbe Gebiete und die Düngeverordnung, das Thema Zwischenfrüchte und Zwischenfruchtmanagement und die Fruchtfolge, keine Folge von Früchten, eines der Hauptstellschrauben sein, um unsere Erträge zu stabilisieren oder, wenn es gut läuft, die auch zu steigern. Und da stellt sich halt dann die Frage, haben wir die richtige Ration, um das Bodenleben zu versorgen? Das, was die Versuchsergebnisse zeigen, ist, dass wir nicht 20 verschiedene Kulturarten brauchen in der Zwischenfrucht, sondern 5, 6, 7, 8 verschiedene Arten, die sich gut ergänzen, die schnell dicht machen, die eine hohe Wurzelleistung haben. Und was viel wichtiger ist als 20 Arten, ist die bloße Menge an Wurzeln. Und hier ist einfach mal so ein Beispiel, wenn wir so eine 4023 oder eine 4022, so eine Maismulch da,
Mulchmeister-Mischung von uns nehmen, wo wir einen großen Anteil an Wicke dabei haben, Alexandrinerklee, Perserklee, die Phacelie, aber auch ein Ramtilkraut, das früh abstirbt. Dann haben wir immer so einen Wurzelfilm, der oben an der Bodenoberfläche ist. Das haben wir mit reinen Brassica-Arten, finden wir das gar nicht. Da geht es auch gar nicht darum, ob das gut oder schlecht ist. Die Brassica-Arten haben einen Vorteil, wenn ich spät dran bin und ich habe eine hohe Nährstofflast in der Bodenoberfläche, weil die Vorfrucht schlechte Erträge hatte aufgrund der Trockenheit oder ich eben entsprechend dann eine hohe Nährstofffracht in den Boden habe, die ich festhalten will. Na, dann brauche ich halt eine hohe Aussaatdichte, damit ich das gut hinbekomme und die Pflanzen nehmen das schnell auf. Wenn wir aber tatsächlich wollen, dass wir eine hohe Lebendverbauung haben, dass die Krümel stabil bleiben, dann brauchen wir Arten, die schon ab plus 0 Grad abfrieren. Das heißt, drunter gehen. Am besten drücken wir die noch mit der Walze an den Boden hin und dann sehen wir dieses Wurzelgeflecht, das sich ausbildet. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir für die nächsten Jahre hohe, stabile Erträge erzeugen. Und das, was da an Nährstoffen drin ist, das ist einfach eine relativ gute Basis für eine gute Krümelstruktur, eine leichte Bearbeitbarkeit, für eine hohe Wasserinfiltration und auch eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Das soll ja nicht nur im Boden, sondern wir wollen es ja nicht auf 10 cm stehen haben, sondern es soll ja 40, 50 cm im Boden verteilt sein. Und dann klappt es auch relativ gut. Jetzt kann man das, glaube ich, aus meiner Sicht schon vereinfachen. Das erste Thema, ich brauche eine stabile Zwischenfrucht. Wenn ich 400, 500, 600 Körner Ausfallgetreide durch den Mähdrescher habe, dann habe ich 400, 500, 600 Samen. Und dann, damit ich eine 1-zu-1-Situation habe, also ein Korn Ausfallgetreide, ein Korn Zwischenfrucht, brauche ich halt 500 bis 600 Körner in der Aussaatstärke. Also Feinsämereien, die dann schnell dicht machen, haben da so einen Vorteil. Das Zwischenfruchtmanagement fördert dann am stärksten die Ertragsstabilität über die Wurzelausscheidung, die Wasserinfiltration und die Sequestrierung von CO2 in den Boden, aber vor allem auch dem Umsatz pro Hektar. Es geht also nicht darum, dass wir CO2 in den Boden reinschmeißen. Selbst wenn wir das mit Kohle machen, müssen wir die erstmal mit Nährstoffen aufladen, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend um die Wurzelleistung. Und das sehen die Untersuchungen, die jetzt auch in Innsbruck gemacht wurden, von über 5000 Flächen in Deutschland und in Österreich, dass einfach die Wurzeldichte wesentlich ausschlaggebender ist als die Art und Weise und die Zwischenfrucht zusammenstellen. Das Zwischenfruchtmanagement mit der Walze, also früh, bevor es schon Richtung Ertrag geht, also auch bei den Zwischenfrüchten, bevor die ersten Blüten kommen, da sollten wir das erste Mal walzen, damit wir einen Bestockungseffekt haben und nur die neuen Wurzeln, die dort wieder gebildet werden, die schaffen es dann auch, dass wir eine höhere Wurzeldichte im Boden haben. Das ist eine gute Maßnahme, das zu machen, ist aber keine Allzweckwaffe. Die wird, wenn wir die Bodennährstoffe, die Durchwurzelung vorher nicht fördern, wird es natürlich nicht alleine auch die Möglichkeit sein, um dann hohe Erträge einzufahren. Frage aus dem Chat, beziehungsweise Anmerkung. Das heißt ja zu dem oberen Punkt dann quasi, daher auch die Frage, überall, wo ich Strukturschäden im Herbst erzeugt habe, sei es jetzt durch nasse Ernte und, empfiehlt sich also die passende Zwischenfrucht und Kalk. Ja. Und wer da noch die Möglichkeit hat, die Böden jetzt mal abzutrocknen, auch im Bestand zu lockern. Da haben wir heute zwar leider gar nicht drüber gesprochen, aber das haben wir hier auch im Betrieb gemacht. Eine Scheibe vor dem Untergrundlockerer am Grindel. Und dann kann ich auch mal, wenn es im Sommer über zu nass war, im Herbst, im Winter oder jetzt im Frühjahr noch lockern. Klar muss natürlich immer wichtig oder ist dann immer, dass der Boden trocken genug ist. Wenn ich weiß, ich kann das mit meinem Boden gar nicht machen, dann sollte ich auf jeden Fall in der Zwischenfrucht ungefähr 30 bis 50% von den 500 oder 600 Pflanzen Alexandrinerklee und Erdklee haben, weil das eine der wenigen sind, die dann auch solche Wurzel- und Bodenverdichtungen aufbrechen können. Ein Senf, ein Phacelie, auch ein Tillichtrettich kann das nicht. Ein Tillichtrettich kann, wenn der Boden aufgebrochen ist, da reinwachsen, aber er kann es nicht aufbrechen. Nur die Voraussetzung, dass der Klee gut funktioniert, sind natürlich auch wieder freier Kalk. Aber das kann ich sehr gut machen. So, und dann fördert das Walzen natürlich auch die Wurzelmasse, die Wurzeldichte und die Feinwurzeln. Und die Ausscheidungen von den Wurzelexudaten, die versorgen unser Bodenleben und damit natürlich dann auch unsere Folgekultur. Ein zweites Walzen dann im Frost-Haut-Zyklus und beides Walzen zusammen ist immer noch günstiger, als einmal mit der Kurzscheibenegge zu fahren, den Boden zusammenzukleben, dann nochmal drüber fahren zu müssen, weil er zu dicht lagert und verschlemmt. Und dann habe ich auch eine sehr gute Reduktion, so wie ich das vorhin in dem einen Bild gezeigt habe, wirklich auch bis zu Gräsern und Ausfallgetreide, das absterben kann. Aber da ist halt einfach die Maßgabe, es funktioniert dann, wenn ich Wechselfröste habe, tagüber 5, 6 Grad und nachts minus 4, 5 Grad.
Wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, also ich kann ja mit dem oberen Teil, da erwische ich eher die, die Richtung Boden denken. Mit dem unteren Teil jetzt erwische ich eher die Betriebswirtschaftler, weil das Walzen die günstigste Möglichkeit ist, die Zwischenfrüchte entsprechend dann auch so zu reduzieren, dass die nachfolgende Bearbeitung keine Probleme macht. Egal, ob ich das dann mit dem Pflug, mit dem Grubber oder dann eben auch mit dem Büttler Biomax mache. Wichtig ist einfach, ich habe ein Gerät wie die Prismenwalze, die ich, wenn man so will, eigentlich von Januar bis Dezember kontinuierlich einsetzen kann. Also es gibt kaum eine Maschine, die so universell einsetzbar ist und dann pro Hektar oder pro Meter Arbeitsbreite für das, was sie schafft, so günstig ist. Sie schafft stabile Bodenkrümel, eine bessere Verfügbarkeit von den Nährstoffen, vor allem was die Folgefrucht angeht. Und so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, wenn wir alle dazu helfen, unser Wissen, das wir jetzt zusammentragen, wie ein Schwarmwissen, dann auch entsprechend auf den Punkt zu bringen und schauen, was hat gut funktioniert, was hat weniger funktioniert, wo müssen wir vielleicht noch nachjustieren. Da werden wir die nächsten Jahre bestimmt viele Erfahrungen machen. Dann glaube ich, dass wir zurück zu den Wurzeln kommen und die Strategie im Ackerbau wird sein, stabile Erträge, hohe Erträge mit vertretbaren Kosten. Und wenn euch das gefallen hat, dann sind wir froh und freuen uns jetzt noch auf Fragen aus dem Chat. Leider kann ich kein Mikro aufgrund der Rückkopplung entscheiden. Ich versuche laut genug zu reden. Ah, das warst du. Okay, dann gebe ich zurück. Ja. Ja, was heißt das jetzt für uns? Zwischenfruchtmanagement ist also doch mehr, wie gedacht oder wie in den Köpfen vieler Landwirte ist. Es steckt ein Riesenpotenzial dahinter. Nicht zuletzt haben wir auch heute hier in dieser Runde unsere Außendienstler bei Hans Koch geschult, dass auch wir in diesem Thema, wo wir ja auch schon auf der Agritechnica zu einem unserer Kernthemen gemacht haben, Bescheid wissen und auch euch kompetent beraten können. Sprecht uns an. Und Herr Güttler, möchten Sie noch die abschließenden Worte? Tja, was soll ich abschließend sagen? Wir sind gerade mitten in einem Lernprozess. Ich bin einmal gestartet bei dem Zwischenfruchtmanagement nach dem Motto, wir müssen mit aller Gewalt verhindern, dass die Zwischenfrucht blüht, weil wenn sie verblüht, verholzen die Stängel und dann habe ich mit allem, was ich hinterher machen will, Probleme. Ob ich das mit der Messerwalze machen will oder ob ich es mit dem Mulcher mache, wenn ich nicht alles erwische. Das war eigentlich mal der Ansatzpunkt. So hat es mir als erstes eingeleuchtet. Mittlerweile wissen wir aber, dass man wesentlich mehr machen kann, dass das ackerbauliche Effekte hat, dass das sich auch wirtschaftlich auswirkt. Und ich denke, das sind nicht die letzten Erfahrungen, die wir machen werden. Und ich denke, das ist interessant und bleibt interessant. Und ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Jahren alles noch Neues dazulernen. Für heute vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wenn sonst sind noch Fragen da, Nein. dann würde ich sagen, vielen Dank an Sie beide, an den Betrieb Stamberger, dass er uns hier so gastfreundlich empfangen hat. Und vielen Dank für alle für die Mitwirkung. Und das war's für heute und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.